Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Assassin's Creed 2. Die letzte Aufnahme ist schon ein paar Tage her, deshalb muss ich mich aber kurz orientieren, wo ich bin und was ich hier vorhatte. Okay, hier haben wir sehr viel zu erledigen. Okay. Und da ist die Mission am Arsenal, aber ich würde sagen, wir holen uns erstmal nochmal den letzten Aussichtspunkt. Daran erinnere ich mich noch, dass ich das in der letzten Aufnahme vergessen hatte, beziehungsweise auf die heutige verschoben hatte. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der... Aber der Vollständigkeit halber können wir den Aussichtsturm natürlich nicht ignorieren. Das wäre unverantwortlich. Gucken wir mal kurz, ob es in der neuen Sequenz jetzt hier ein bisschen was Neues beim Schneider gibt. Nein, das haben wir alles. Alter, IS Rüstung können wir nicht färben, von daher brauche ich da gar nicht zu gucken. Denn die Rüstung ist immer schwarz. Ich hätte sie zwar persönlich lieber in weiß, aber ich bin dann auch nicht so. Oh Gott, wie sollen wir denn in die Bude reinkommen? Das wird jetzt ein Projekt. Ah, da werden wir im Laufe unserer Assassin's Creed Let's Play Reise noch einige andere sehr interessante Bauwerke finden, die ebenfalls nicht unbedingt einfach zugänglich sein werden. Die neuen Strafen wurden als Zusatzartikel. Kann ich nicht? Och, Mann, oh. Hinzugefügt und können in allen kommunalen. Ja, wahrscheinlich, weil wir noch nicht beim Fahndungsstatus von mehr als 50% sind, dann können wir die wahrscheinlich noch nicht aktivieren. Ist das ein Zugang zum Arsenal? Ja. Und es ist nicht mal Sperrgebiet. Was für ein Luxus. Wir können uns sogar hier frei drin bewegen. Hm? Da oben ist die Erinnerung, okay. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder, was wir letztes Mal gemacht haben. Und zwar haben wir die Information erhalten, dass die Spanier, oder dass der Spanier, beziehungsweise die Templer, je nachdem, wie man es sehen will, nach etwas gesucht haben. Und dieses Etwas soll jetzt wohl in Florenz, in Venedig eintreffen. Und wir haben uns angeschickt, beziehungsweise hatten den tollkühnen Plan, dieses Gefährt, das da denn kommt, es wird wohl ein Schiff sein, wenn ich das richtig erinnere, abzufangen und seiner Fracht zu berauben. Auf das wir dann nämlich endlich mal wissen, um was es hier eigentlich geht, weil dass die Templer irgendwas im Schilde führen, ist ja klar. Nur das Einzige, was wir im Moment effektiv machen, ist die Templer ausschalten. Ohne dabei aber wirklich Informationen zu finden, was zur Hölle hier eigentlich los ist. Und Ezio möchte das doch auf die Dauer ganz gern endlich mal wissen. Und ich auch und ihr selbst natürlich auch. Kurz gucken, ob weitere Aussichtspunkte jetzt neu hinzugekommen sind. Bella Venezia sieht vortrefflich synchronisiert aus. Ja, dann mal auf zur Haupterinnerung, würde ich sagen. Die war ja da hinten auf der Mauer. Dann hüpfen wir hier erstmal runter. 7 Aussichtspunkte immer noch fehlen. Aber wo sollen die denn sein? Es kommt kein Gebiet mehr. Es gibt irgendwie einmal eine Erinnerung später in Rom, aber da ist kein Aussichtspunkt für nötig. Das weiß ich noch. Die können wir einfach so erkunden, das Gebiet. Das ist sozusagen schon fertig aufgekehrt. Das heißt, da können die Aussichtspunkte auch nicht sein, aber irgendwo müssen sie ja sein. Egal, erstmal die nächste Haupterinnerung. Ah! Onkel Mario? Was? Wo bringen Sie es hin? Nanu? Alles kommt zu dem, der wartet. Die Ladung des Schiffes beschaffen. Ist aber tatsächlich richtig. Was macht Mario denn hier? Entschuldigung. Okay, das war mehr als schlecht. Gebe ich zu, da habe ich ein bisschen verkackt. Ich war ein bisschen irritiert, weil es ein rotes Kreuz auf der Map war. Das bin ich mir aus den neueren Spielen gewöhnt, dass das bedeutet Attentatsziel. Wir müssen also einfach nur verfolgen. In unserer absolut unauffälligen schwarzen Rüstung. Der ist aber eilig.
fühlt er sich vielleicht verfolgt. Kann ich ihm nicht verübeln. Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Das war er doch nicht, oder? Verdammt, das war der. Der ist stehen geblieben. Ich hab's doch nicht mitgekriegt. Oh, scheiße. Folgen ihm ganz unauffällig. Und verstecken uns aber schnell zwischen den Dieben. Kurtisan könnte ich jetzt gebrauchen. Entschuldigung. So. Und immer kommen diese Barden an, wenn man auf einer Verfolgungsmission ist. Händler, die nur privat handeln, dürfen dies allerdings ohne Angst vor Strafe tun. Man kann ihnen zwar einen überziehen, den Baden, muss aber aufpassen, dass das Ziel einen dabei nicht beobachtet. Weil die werden doch sehr hellhörig, sehr schnell hellhörig. Oh, jetzt hat er es wieder eilig. Komm zurück, Freundchen. Der Assassine ist verrückt. Übermannt von abscheulichem Wahn. Warum kommen die immer genau dann an? Also, wenn wir... Ich weiß, es ist vom Spiel so programmiert, aber trotzdem. Es nervt. Hoppala. Huch. Toll, das ist jetzt richtig tricky. Wie macht er das? Wir müssen jetzt nämlich schnell wieder in Sichtkontakt zu dem Typen kommen. Wo ist denn der? Verdammt. Oh, Gott sei Dank. Da unten, okay. Och, Ezio, so schwer ist das doch nicht. Ezio! Ich will hier rüber. Genau, dann hier längs. Oh, das war knapp. Die Baden machen mich so aggressiv, so aufdringlich, wie die sind. Da kann ich mich einfach immer nicht beherrschen. Wie, Ladies? Können die eigentlich mitsprinten? Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal aus, ob sie uns folgen können. Wenn ja, haben wir sie für den Fall der Fälle, dass wir Wachen ablenken müssen, schon mal dabei. Okay, spätestens hier sind wir sie los, aber egal. Rennt er durch ganz Venedig oder was? Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Ja, das finde ich auch. Ich verfolge ihn halt nur. Was rennt denn der für einen Kurs? Aber meine Waren sind die Wo will denn der ganz hin? Der rennt irgendwie im Zickzack? Oder? Drei Baden gleichzeitig, alter Schwede. Er tötet und tötet und wir scheinen unfähig, ihn aufzuhalten. Ihr scheint nicht nur unfähig, ihr seid unfähig. Tödliches Regiment? Also wir reden jetzt, glaube ich, aber von den Borgia und nicht von mir. Huh. Das war etwas unelegant, hat aber funktioniert. Huh, wo kommt die denn auf einmal her? Naja, ein bisschen Tarnung, hat auch niemandem geschadet. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Also ich. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier.
Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Das klingt doch nach einem Plan. Okay, wir dürfen gar nicht entdeckt werden. Das war mir nicht bewusst. Verdammt, ich vergesse immer, dass das Spiel so schnell geht. Dann denke ich mir, kann ich mal schnell einen Schluck trinken in der Zeit? Und dann ist das Spiel schon wieder halt mit Laden schon wieder fertig, bevor ich auch nur angefangen habe zu trinken. Ja. Mann. Wie sollen wir denn an den rankommen, verdammt? Wir hatten doch eben noch die Kurtisanen. Wo sind denn die auf einmal hin? Frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Aderlass? Da sind Kurtisanen. Ihr wolltet mich nicht. Me, Ladies. Das könnte Spaß machen. Ich habe Arbeit. Nach euch. Ja, und zwar möglichst in den nächsten 70 Sekunden. Geh! Oh, da ist der. Lass du. Das verstehe ich jetzt nicht. Haben die mich denn entdeckt? Das ist ja strange. Medizinische Hilfe. Okay, das hier scheint mir doch der sicherere Weg hier. Versuchen wir es mal hier rum. Ich weiß ja nicht, wo die überall Bogenschützen haben. Mir scheint es verflixt schwierig, an den Kurier ranzukommen. So viel kann ich schon mal sagen. Das ist. Wie kann die einen so schnell entdecken? Das kann es doch nicht sein. Ich meine, die drehen sich um und bam, desynchronisiert. Nee, aber ist das eine Wache? Suchen wir den? Nein, bam, weg. Ich will doch nur heilen. Ja, und ich will, dass du die Schnauze hältst. Jetzt sind wir wieder zu doof zum Springen. Und dieser Zeitdruck ist halt mega nervig. So, der kann uns jetzt aber gar nicht sehen. So. Den haben wir. Mal runter gucken. Doch nicht so schwer. Das sind jetzt übrigens wir da gerade. Zu erkennen an den Klingen, die erstaunlich gut getan sind in der Rüstung, fällt mir gerade auf. Fällt mir eigentlich gar nicht auf. Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Alles klar. Mitspielen. Attentat auf den Spanier. Endlich die Sau. Gehen Sie vor, Senior Wache, weil ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Es gibt in irgendeinem Assassin's Creed eine Mission, wo man... Vielleicht ist das sogar die hier. Wo man sozusagen vorgehen muss und die irgendwann misstrauisch werden, wenn man sich sozusagen zu oft verläuft. Hast du den Verstand verloren? Ich gehöre zu euch, ihr Pflaumen. Hätte, würde ich mir sehr viel mehr Zeit für dich nehmen. Ich gehöre zu euch. Das würde dir... Jetzt verschwindet. Was ist denn los mit dem? Gute Arbeit, Matteo. Ich mag es, wie du deine Augen und Nasenlöcher aufmachst. Ist doch strange. Ich meine, wir sehen doch aus wie einer von denen. Wieso rempelt er uns jetzt an? Ich glaube, das Spiel hat uns sozusagen einfach noch als Ezio gewertet, obwohl wir gar nicht mehr Ezio waren. Ich meine, das sieht man doch, dass ich ein Kurier bin, oder nicht? Aufpassen, dass es nicht normal passiert. Komisch, dass in solchen Situationen immer extrem viel von diesen Kisten tragenden Pipets rumlaufen, ne? Hat jemand drauf geachtet? Guck mal, hier ist schon wieder einer. Noch einer. Seid ihr seid, das Pflaster unter den Sohlen zu spüren? Dringen bei Regen, Kälte und Nässe in eure Stiefel? Dann solltet ihr ein Vor allem, der läuft irgendwie sauber mit seiner Kiste. So läuft er wieder zurück. Er hat für jeden genau die Strange! Und noch einer. Ich glaube, das macht das Spiel mit Absicht.
Egal, wir finden endlich den Spanier, Rodrigo Borgia. Und ob wir so einfach an den rankommen? Das ist er tatsächlich? Das ist er! Der einzig wahre! Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolgung? Nein! Absolut! Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern... Ezio, es ist lange her. In der Tat. Zu lange. Rodrigo, also, wo ist er? Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste. Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Sehr gerne, komm her. Haben wir nicht? Doch, haben wir. Dann wird doch weiter ihr Schwert dabei haben. Rodrigo Borgia. Können wir ihn überhaupt verwunden? Können wir. Komm her, du Schwein. Dass er sich so alleine in der Stadt rumtreibt, finde ich etwas beunruhigend. Keine Leibwache, kein gar nichts. Das riecht irgendwie nach einer Falle, finde ich. Gut, wir haben 3-4 Soldaten umgebracht, die wahrscheinlich seine Leibwache darstellen sollten, aber trotzdem hält der viel aus, ey. Schweinepriester Elender, komm her. Bam. Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Was? Oh, schon wieder gegen ihn kämpfen? Der hat sich wieder voll geheilt, der Typ. Denkt an euer Training und unterschätzt mir den Kerl. Ich vertraue wieder auf die gute Rauchbombe. Die Wachen gerade irgendwie nicht interessiert. Interessant. Na, kommt her. Von welche Leute meinte Rodrigo hier? Wir sind alleine. So. Damals in Alba? Ich war nie in Alba, Kollege. Na kommt. Eine schöne Lanze, die hat euren Namen drauf. Komm, der Teufel will dir alle sagen. Was auch immer er jetzt wieder gerade gesagt hat. Umrunde dies, fallt ihm in den Rücken. Rodrigo, ich bin gleich wieder für dich da, mein Schatz. Erstmal, ich sagte gleich, ungeduldiger Kerl. Test mir dein Geschick mit dem alten Trick vom Capo. Bam. Onkel. Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht alleine. Sehr schön. Wulpe auch noch? Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier. Die auch noch? Sagen, Bruder. Lass Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Antonio, Vulpe, Bartolomeo. Dann nur, warum sind die alle auf einmal hier? Vor allem, wieso? Jetzt werdet ihr alle sterben. Macht ihn fertig, Ezio. Hallo. Wir sind hinter euch. Wieso muss ich ihn fertig machen? Macht ihr das doch mal. Ich will nicht. Bianca hungert nach der Schädelbrei.
Bianca, ich finde das immer noch super, dass ein Schwert einfach mal einen Namen hat. Ihr könnt nicht aufhalten, was geschrieben steht. Der Inhalt der Gruft wird mir gehören. Glaube ich nicht. Schaut, meine Freunde, unser Elfio ist ein echter Krieger geworden. Ich tu mein Bestes, vielen Dank. Showdown mit dem Spanier. Borgia, du bist umzingelt. Merkst du das nicht? Er hat überhaupt keine Chance. Wir sind zu fünft oder zu sechs und er ist alleine. Und der ist auch tatsächlich nur ein Mensch. Also der ist kein Magier oder kein Hexer oder was weiß ich was. Der ist einfach nur ein Mann. Da habe ich gerade versehentlich Antonio eins übergezogen. Interessante Info an dieser Stelle. Rodrigo Borgia hat es tatsächlich gegeben. Er war wirklich Spanier und er war wirklich Templer. Also den hat es gegeben. Das ist kein fiktiver Charakter, der hat wirklich gelebt in der Zeit. So, jetzt hau ab. Das ist für meinen Vater. Paola. Er ist fort, aber wir haben, was wir wollten. Nein, ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Erzieher. Hoffen, dass der Prophet... Wer bist du? Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kam. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassin. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Paola? Volpe? Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Das ist interessant. Lashea Vakun Mutlak Bail Kolun Mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenke. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Edenapfel erhalten. Venezianischer Umhang erhalten. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 11 beendet. All unsere Verbündeten durch dieses gesamte Spiel, jeder, der für uns geholfen hat, das waren alles Assassinen und sie haben uns alle nicht gesagt, wer sie sind, wer wir sind und überhaupt. Moment, Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Ist nicht aus, es wird gerade spannend. All unsere Verbündeten durch das gesamte Spiel waren Assassinen und haben uns sozusagen ohne unser Wissen ausgebildet und gelenkt. Oh Mann. Schau. Aber klar.
Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Oh. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Okay. Ah, Leonardo. Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde. Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und dort handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Wow. Entschuldigung. Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Oh ja. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Die werte Dame kennen wir schon. Danke dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Der gute Leonardo. Jetzt bin ich gespannt, ob wir Sequenz 12 und 13 haben. Romagna, 1488. Scheinbar ja. Interessant. Wir haben jetzt hier eine reparierte Erinnerung. Hier eine Sondererinnerung. Okay, scheinbar haben wir die defekten Sequenzen 12 und 13 habe ich scheinbar doch in diesem Spiel mit drin. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die werden jetzt übersprungen. Okay, das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Sequenzen, die wir gemeinsam erkunden können. Und das Ganze dauert noch etwas länger. Aber welche Sondererinnerung gibt es hier zur Hölle? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Jetzt glaube ich auf jeden Fall mindestens eine Sequenz in Forlì. Das weiß ich. Jetzt, genau, ich habe gesagt, kletter doch einfach auf diesen Holzstamm hier. Stock, wie auch immer. Zeugs. Holzzeugs. Okay, die startet da oben, aber welche, was ist das? Kartenordnung. Mit Hilfe der Karte können Sie Ziel- und Nebenmissionen finden. Ja, das weiß ich, Spiel, danke. Na, nur Sondererinnerung? Hä? Ja. Boah. Okay, wir können jetzt über Forlì fliegen und das bringt uns was?
Ich meine, ich finde es witzig, mit Leonardos Maschine zu fliegen, aber welchen Sinn hat das gerade? Wir brennen! Okay, wir schweben hoch über Fordy. Bringt uns aber irgendwie nichts.